Hallo ihr Lieben, ich bin wieder zurück aus Amerika und als ich nach Hause kam, hat mich dieses riesengroße Paket hier erwartet. Nein, das ist noch nicht mein Baby. Das ist meine Babyschale und die steht hier drüben. Ja, ich wollte eigentlich das auch filmen, wenn ich das auspacke. Ich habe das tatsächlich auch gefilmt, aber das war dann im falschen Format und dieses und jenes. Jetzt zeige ich euch einfach die Babyschale. Das ist sie. Das ist keine Markenschale. Das ist eine günstige, die ich von eBay bekommen habe. Ich möchte nicht so viel Geld für eine Babyschale ausgeben. Ich weiß auch noch nicht, ob ich sie überhaupt benutzen werde. Deswegen dachte ich, das ist auch meine erste. Und dann dachte ich, ich fange mal mit was Günstigem an. Und ich finde aber, dass sie gar nicht schlecht ist. Ich habe, glaube ich, 36 Euro bezahlt. Oder 38. Und dafür finde ich, ist das völlig in Ordnung. Die super guten kosten ja wirklich mehrere hundert Euro. Und das brauche ich wirklich nicht, wenn ich kein echtes Baby habe, sage ich mal. Was ich ganz schön an der finde, ist, dass da eben der Sonnenschutz und dieser Fußsack dabei war. Und ich finde das ganz gut, dass das so wirklich ziemlich verdeckt, sage ich mal. Also das ist ein guter Sichtschutz einfach. Gerade bei einem Newborn-Baby finde ich das praktisch, weil die sind halt nicht echt und wenn man dann länger hinguckt, dann sieht man das auch. Und da finde ich das dann gut, wenn das so ein bisschen mehr zu ist. Genau. Und ich denke, auch hier kann man ganz gut noch irgendwie ein Tuch, ein leichtes Tuch hinhängen, dass es dann noch, eben noch mehr geschützt ist, wenn man das dann braucht. Genau, die kann man noch abmachen hier. Das ist alles mit so Druckknöpfen. Also das hier kann man einfach abziehen. Das ist auch hier mit dem verbunden. Und dann kann man das einfach abmachen. Und das obere Teil ist hier auch mit so Druckknöpfen festgemacht. Und dann kann man das einfach runternehmen. Genau, ohne die Teile sieht die Schale so aus. Ja, ich finde das ganz gut, dass das hier am Rand ist, weil ist halt nicht so schön, ne? Und ich möchte nicht unbedingt einen Bezug drauf machen. Und deswegen finde ich das ganz okay. Genau. Ich habe mich jetzt für Schwarz und Rosa entschieden. Ich habe lange überlegt, ob ich vielleicht Schwarz und Weiß nehme, weil ich dachte, ich bekomme zwar jetzt ein Mädchen, aber wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht habe ich ja irgendwann auch einen Jungen. Aber ich habe mich jetzt eben für Schwarz und Rosa entschieden, weil Rosa ist meine Lieblingsfarbe und ich habe auch überhaupt kein Problem, einen Jungen da reinzulegen. Genau, und deswegen ist es dann die geworden. Ja, die wollte ich euch jetzt nur schnell zeigen. Und bald kommt das Baby und dann zeige ich euch die Schale mit dem Baby drin. Genau, bis zum nächsten Mal.